Guti, ihr lieben Kanaien. Heute hatte ich geplant, eigentlich dieses schicke Teil da zu drucken und darauf dann das Netzteil für den Voron zu platzieren. Und das sollte natürlich heute entsprechend auch fertig werden. Das Problem ist nur, ich habe mich ein bisschen verschätzt von der Druckzeit her. Also mit den angegebenen Druckdaten von dem Voron-Team in dem ABS dauert der ganze Druck einen Tag 5 Stunden. Und ich habe jetzt mal einfach die Layerhöhe und das Volumen, also das Infill, entsprechend runter reduziert. Also die Layerhöhe erhöht ein bisschen und bin immer noch bei 15 Stunden, 39 Minuten und 36 Sekunden. Das ist ein No-Go. Ihr seht schon, es ist knallrot hier auf dem Bildschirm und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Also ich brauche auch keine so eine große Bracket. Ja, im Prinzip brauche ich nur diesen kleinen Streifen hier und auch von dem nur quasi das Teil hier. Das muss doch auch einfacher gehen, genau. Und dementsprechend habe ich mir dann in Fusion 360 schnell mal was Eigenes designt. Da sieht man es. Das habe ich jetzt auch schon ausgedruckt in einem kleinen Prototyp. Und muss sagen, fast, ja. Wir gehen mal kurz rüber. Es funktioniert fast gut. Ich zeige euch auch gleich, warum nur fast. Ich habe mir schon mal ausgedruckt und ich werde auch gleich die zweite Version noch mal anpassen und starten. Die Oberfläche jetzt hier unten drunter ist nicht so schön, muss auch nicht so schön sein, weil ist nur ein Prototyp, der geht eh wieder wahrscheinlich in den Müll, beziehungsweise in die Kiste rein, halt entsprechend, um halt von seinen Fehlern zu lernen. Und den Fehler, den ich hier gemacht habe, ist ganz einfach, dass ich die Löcher zu weit auseinander habe. Ich habe auf meiner Skizze von außen entsprechend die Distanz zu den Bohrungen im Mittelpunkt genommen und das ist natürlich falsch, denn wie man sieht, die sind ein gutes Stück zu weit auseinander. Das passt so nicht. Also muss ich noch mal ans Reißbrett und muss das Ganze noch mal designen. Insgesamt kann ich das Teil sowieso noch mal, wie man sieht, noch ein gutes Stück schmäler designen. Das ist also kein Beinbruch. Da kann ich noch mal ein bisschen was einsparen an Material und vielleicht noch mal ein bisschen Druckzeit rausholen. Der hat jetzt eine Stunde 52 oder sowas, glaube ich, gedauert. Ja, war also schon recht schnell, aber allerdings mit 25% Infill. Ist jetzt nicht wenig, ist aber auch nicht viel. Sollte auf jeden Fall ausreichen und ist dann schnell zu drucken. Dann hat man statt 15 Stunden auf einmal die Druckzeit auf 4 Stunden reduziert. Und vielleicht sogar später noch weniger, weil es noch schmäler wird. Das wäre natürlich super. Und dementsprechend versuche ich das auch noch im Nachgang jetzt gleich. Ich kann ja in Fusion 360 das Ganze relativ leicht machen. Ich packe euch eine Bildschirmaufnahme rein, dann entsprechend so eine Zeitrafferaufnahme, eine kleine. Und dann passen wir das nochmal an, drucken das Ganze nochmal und dann sehen wir uns heute Abend nochmal oder heute Nachmittag nochmal, wenn das Ganze gedruckt ist. Genau. Davon brauche ich natürlich dann 2 Stück. Ich habe die so abgemessen, dass wenn ich jetzt entsprechend das so dran mounte, halt entsprechend, dass es vom Rand so weit weg ist, dass ich von links und von rechts das Ganze halt an den Rahmen vom Voron unten dran schraube. Und auf eine Seite kommen dann nochmal die Bohrungen für den SSR. Ja, klar, der SSR sollte eigentlich an dem Netzteil dran sein, damit er gekühlt wird, aber zur Not bekommt er von mir noch einen kleinen Lüfter. Ja, okay. Gut, dann sind die Teile hier heute gekommen. Das sind diese 3M doppelseitiges Klebeband, ultra stark. Bin ich mal gespannt. Wir brauchen jetzt davon ein bisschen was. Und zwar, ich mache es mal raus. Wie mache ich das jetzt am besten? Das liegt ja quasi da drauf auf, ne? Das schieben wir nochmal komplett rein. Ne? So. Dann liegt das Ganze ja, ein bisschen bescheiden auf der Seite auf. Aber gut, okay, wir kleben die Seiten an. Wir kleben an der Seite den Streifen an, das sollte gehen. Dann haben wir auch genau die Länge, die wir brauchen. Boah ja. Oh. Okay, das klebt echt bestialisch. Feines Folie, ja. Puh. So, da war ein Telefonanruf zwischendrin. Ach ja. Telefon muss ich ab sofort mir merken, auf lautlos stellen, wenn ich drehe. Muss ich mir auch meine Checkliste fürs Drehen machen, damit ich nicht mehr gestört werde. So. Gut.
Die Glanzseite kommt nach innen. So. Ich hoffe jetzt mal, dass das soweit hält und soweit passt. Den gleichen werden wir auch verwenden, um die Rückseite zu verkleben. Welche Richtung machen wir jetzt das Kabel? Da so lang. Okay. Jetzt versuche ich das natürlich reinzukriegen, ohne dass direkt festklebt. So ungefähr. Ja, das schaut schon mal gut aus. Und dann einfach dran kleben. Einfach so dran kleben und schon ist das Ding fest. Ich bin begeistert. Das war einfach. Okay, cool. That was easy. Und dann nochmal. Ja. Blub, 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 blub. Passt, sollte reichen. Und damit können wir jetzt quasi damit wäre das Teil jetzt auch soweit schon mal beklebt, nicht angeklebt, aber beklebt. Und ich versuche nochmal genau die Maße von dem Teil hier rauszufinden, das mal oder auszumessen. Und den Prototypen zu drucken. Das Ganze werden wir gleich zusammen entsprechend am Computer machen. Dann werde ich so einen Zeitraffer einblenden, wie ich schon gesagt habe. Und dann hoffe ich, hat euch das kleine Update gefallen. Ihr seht, funktioniert nicht ganz so, wie ich mir es gedacht habe. Ist natürlich klar, kein Plan überlebt die erste Schlacht. Wäre doch auch schön, wenn es mal so wäre. Ja. Jetzt sehen wir hier, ich bin hier in Fusion 360 und dann sehen wir das Modell, was ich eben erwähnt habe. Das ist das 3D-Modell erstmal. Und diese Punkte, ich habe nochmal nachgemessen, sind beim Netzteil 4,3 cm auseinander. Das bedeutet, ich könnte jetzt einfach hingehen, um mir ein bisschen Arbeit zu sparen und könnte die halt zusammenschieben. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich drehe das nochmal kurz. Nee, falsch rum. Dort. Jetzt noch mal ein bisschen zurecht. Wir werden jetzt das Ganze noch mal ein bisschen anpassen. Das heißt, natürlich werden wir jetzt die zwei Punkte zusammenschieben. Das ist der erste Punkt. Aber wir werden auch nach und nach diese Leiste hier, diese Querstrebe hier langsam runterholen, dass wir quasi insgesamt einen Abstand von 4,3 cm maintainen können, also unterstützen können. Und dann schauen wir uns an, dass wir den Rest auch noch untergebracht bekommen. Also die Bohrungen, das Kreuz in der Mitte, dass das alles wieder an der Ort und Stelle ist, dass das auch alles gut aussieht. Und dann drucken wir das am Schluss nochmal aus. Nicht mehr heute, vielleicht am Montag. Am Montag seht ihr dann im nächsten Video entsprechend, wie das Ganze denn final aussieht und wie es sich denn anfühlt. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und öfter dabei seid.
Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis morgen, happy printing!